Hat gegrüßt, Freunde der virtuellen Sonne, willkommen bei Zack Me 5-9-10, verdammt nochmal! Final Fantasy 9 ist ein großartiges Spiel, aber wir spielen die Final Fantasy 10, das ebenfalls sehr gut ist, und 9 plus 10 sind 47. Gut, ich habe ja versprochen, dass wir hier in dieser Folge ein bisschen kämpfen und kaputt schlagen und wir gehen erstmal zum leuchtenden Objekt. Ich bin übrigens der Heiler, ich bin der Typ hier, der das alles sagt und liest und der auch mal das ein oder andere kleine Negerkind streichelt. Negerkinder sagt man viel zu selten, warum eigentlich? Die sagen ja auch, ihr kleinen Weißbrote, ich hasse euch, ich hasse euch. Das sind irgendwelche Schriftzeichen. Barfuß ist ein Film mit Til Schweiger, ist der einzige gute Film mit Til Schweiger, aus dem einfachen Grund, weil er da eine total behämmerte Alte irgendwie, die dauernd barfuß durch die Gegend läuft, hat und die verprügelt er auch gerne mal mit seinen Rohrzangen-Sortimenten. So, hier ist ein kleiner Kampf jetzt. Und ihr seht schon eventuell, dass Titus 1596 HP hat. Haha! Ja. Aber das tut erstmal nichts zur Sache. Denn das Einzige, was zählt, ist, dass ich Wasra habe. Wasra! Woo! Bäh! 1000 Schaden. Oh, so schön. Ist so schön. Oh, so schön. Ich liebe das. Ich liebe das so sehr. Wasra! Ja, falls ihr auch Wasra auf der Insel Kilika hattet, dann schreibt mir das bitte in die Kommentarbox da unten. Und falls nicht, dann schreibt bitte, wie zum Teufel hast du Wasra gekriegt? Und dann werde ich sagen, ich habe ein bisschen trainiert, weil ich ja nicht aufnehmen konnte. Und deswegen habe ich halt trainiert, wie die Wildsau. Abteilung Alt! Abteilung Alt! Das ist Küsschen, der Waldboss. Nicht einmal die Bürgerwehr kommt gegen ihn an. Meidet unnötige Kämpfe. Okay. Was Stärke angeht, ist Küsschen mit normalen Monstern nicht zu vergleichen. Nicht mal die Bürgerwehr, Hundertschaften, können gegen ihn an, kommen gegen ihn an, kämen gegen ihn an, stand da. Augen auf, geh vorne. Ja, wir quatschen nochmal hier mit ihm. Wenn du vom Küsschen vergiftet wirst, landest du nur im Abyssum. Oh, ich bekomme 4 Antidot. Und da vorne ist das Küsschen. Oh, du bist so süß, komm her, du kleines süßes Küsschen. Ja, komm her. Ist auf mich zugelaufen. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich angefangen habe. Scheiße, ich glaube, ich habe jetzt 10 Minuten noch. Ja, das hier ist das Ding. Wie heißt er? Das ist der Boss Küsschen Paria. Der ist anfällig gegen das Hitze-Element. Das werden wir gleich bestätigen. Allerdings erst gleich und nicht jetzt. So, wir werden erstmal eine Weißmagie auf ihn zaubern. Also, ich überlege jetzt gerade, soll ich Küsschen mit einem Angriff töten? Das würde bedeuten, dass ich ihn vernichten schlage, was gleichzeitig bedeutet, dass ich sehr viele AP bekomme und, also zumindest für einen Charakter und recht viele Gegenstände auch. Oder ich mache hier einen spannenden oder relativ spannenden Kampf draus. Ich könnte allerdings auch einen längeren Kampf draus machen, der weniger spannend ist, weil er so taktiert ist, dass das Küsschen mich kein einziges Mal angreift. Aber auch das werde ich nicht machen. Ich werde nur kurz zeigen, wie das funktionieren würde. So, ich würde einfach wackeln, dann würde ich einen Schlafhieb, den habe ich übrigens jetzt schon, einen Schlafhieb auf das Küsschen Paria donnern. Das Vieh pennt jetzt. Ja, und da er schläft, kann er nichts mehr machen. Ich könnte ihn jetzt einfach mit Magie so lange vollpumpen, bis er einfach explodiert und dann BAM macht. Aber das will ich nicht. Ich wecke ihn wieder auf. Denn ich will ihn in einen vernünftigen Kampf schaffen. Ja, und immer wenn er aus seinem Schlaf erwacht, dann setzt er die Technik Erdbeben ein. Der macht eigentlich recht viel Schaden. Wacker ist jetzt ausgewichen, wie es aus... Nee, Wacker ist nicht ausgewichen, oder? Nee, ich glaube, da kann man gar nicht ausweichen. Mir ist auch scheißegal. Wir werden jetzt einfach mal... Ich muss mal gucken, welche Strategie ich wähle. Ich schnappe mir jetzt einfach mal Titus in die Gruppe. Und werde jetzt Weiße Magie Hast auf sich selbst machen. Alles klar. Jetzt kommt eine Giftkralle, da weicht er aus, das ist ziemlich gut. Dann werde ich ihn kurz auswechseln, werde Lulu reinnehmen. Und werde mal zeigen, wie anfällig er noch gegen Feuer ist.
477 Schaden ist schon ganz gut. Wacker hat schon angegriffen, das heißt, ich brauche ihn nicht mehr. Jetzt will ich Yona reinnehmen. Und die gute Yona wird jetzt erstmal ein... Ja, was wird sie machen? Sie wird... Ja, ich muss mal gucken, ob ich mich heilen muss. Ja, ich werde Lulu mal heilen. Die hat relativ viele Punkte verloren. Vita! Nice! Ja, Kimari hat schon angegriffen, wenn ich mich nicht täusche. Ich werde trotzdem nochmal Dragonik mit ihm machen. Okay. Er hat keine Technik gelernt, insofern können wir sicher sein, dass das alles schon in Ordnung ist. Jetzt wird die gute Yona sich erstmal wieder vom Zustand Gift befreien. Gift bewirkt nämlich, dass man, wenn man dran war, also unmittelbar nachdem man dran war mit dem Charakter, wird eine prozentuale Anzahl an AP abgezogen. Und das ist ziemlich nervig. Und dadurch kann man übrigens auch verrecken und das wollen wir nicht. Ach kacke, jetzt was habe ich denn jetzt gemacht? Habe ich Vita gemacht? Nee, ich habe gerade nicht aufgepasst. Muss mal kurz gucken. Lalala. Lalala. Was habe ich denn gerade gemacht? Habe ich Medica gemacht? Dann müsste Gift weg sein. Na, ist ja auch scheißegal. Wacker Titus, so die hatten wir jetzt. Lulu wird jetzt einfach mal zeigen, was Feurer so an Schaden macht. Bam, 1000 Schaden, du alte Biatch. Ja, das haut natürlich richtig rein. Titus wird jetzt erstmal noch Hass zaubern auf Yona. Lala, ein Wasserzauber und der haut recht stark rein. So, ich werde mich erstmal mit dem Antidot vom Zustand Gift befreien. Ich habe doch, glaube ich, eben Medica gemacht, oder? Wirkt Medica denn nicht gegen Gift? Das würde mich wundern. Ist ja auch egal jetzt. Wir hauen einfach mal auf ihn ruf und zeigen, was Titus so drauf hat im Arm. Ja, fast 400 Schaden, das ist schon ganz in Ordnung. Dann heilen wir uns erstmal mit Vita. La 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 und dann säuseln wir irgendwelche Scheiße. Und dann kommt nochmal ein kleines Feuerer hier. Bam! In die Fresse, alter Sack. So, und jetzt ist er auf 1300 runter. Dann werden wir nochmal kurz angreifen mit... Ja, wir hauen einfach mal rauf und dann wird das schon gehen. So, und ich würde gerne diesen Boss hier... Also jetzt runter auf 997, das heißt, das nächste Feuerer würde ihn kalt machen. Ich würde den Boss jetzt gerne mit einem kritischen Angriff vernichten. Das heißt nämlich, dass man entweder doppelt so viel oder 50% mal so viel. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel AP man bekommt. Man bekommt auf jeden Fall ein ganzes Stück mehr AP nach dem Kampf. Und das möchte ich. Und des Weiteren bekommt man doppelt so viele Spheroiden von dem Gegner. Und deswegen schnappe ich mir jetzt The Enemy. La 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 la. The Enemy, reiß dir jetzt den Arsch auf, Freundchen. Ja, den Solaris-Strahl haben wir in der letzten Folge ja schon gesehen. Also in einer der letzten Folgen. Im Kampf gegen Sin, glaube ich. Deswegen werde ich euch jetzt die Technik Laserstrahl zeigen. Das ist der Angriff, den er generell hat. Den werdet ihr mit Sicherheit schon gesehen haben. Der ist ein bisschen schwächer als der Solaris-Strahl. Verbraucht auch die ganze Ekstase. Allerdings muss man da lang nicht so lange warten. Und vernichten 3300 Schaden. Wenn ich jetzt Solaris-Strahl eingesetzt hätte, hätte ich ungefähr so um die 4300 Schaden gemacht. Das heißt, ich hätte an sich nur so ein Enemy beschwören müssen, hätte einen Feuerer gezaubert, das hätte so um die 700 Schaden gemacht mit seinem Magiewert und dennoch einen Solaris-Strahl hinterher und dann hätte ich den Gegner in zwei Runden besiegt, beziehungsweise in zwei Runden. So, scheiße, das wollte ich gar nicht haben. Kacke. Ja, ich werde die Folge hochladen natürlich. Ja, die beglückwünschen mich jetzt natürlich, dass ich so ein krasses Arschloch bin und der Garde des Mediums wahrlich würdig, weil ich im Gegensatz zu diesen Hundertschaften der Bürgerwehr diesen Schweinehals jetzt eben besiegen konnte. Ich habe jetzt ein Giftschwert bekommen. Ich will mir das mal ansehen.
Giftschlag. Naja, das ist eine gute Sache. Ach, wisst ihr was? Scheiße, was mache ich jetzt? Also von diesem Gegner eben habe ich eben zwei MP-Spheroiden bekommen. Kurze Erklärung. Wenn man einen MP-Spheroiden bekommt, ich muss mal jetzt gucken, okay, das geht bei ihm zum Beispiel, dann kann ich bei leeren Feldern, wie zum Beispiel bei diesem hier, das sind zwei leere Felder, zack, kann ich diesen MP-Spheroiden einsetzen und kann ein Feld in ein MP-Feld verwandeln. Das heißt, dass ich jetzt auch leere Felder sinnvoll verwenden kann, nutzbar machen kann. Das Problem ist, der Gegner, der droppt MP-Spheroiden und HP-Spheroiden. Ich wollte jetzt eigentlich die HP-Spheroiden haben. Die habe ich leider nicht bekommen. Ist ein bisschen schade. Aber eigentlich, weiß ich nicht. So schlimm ist es eigentlich nicht. MP sind auch ganz gut. Der eigentliche Grund, warum ich den Kampf jetzt nicht nochmal mache, ist, weil ich das Giftschwert bekommen habe. Und ich will mal schauen, erstmal wie das Ding aussieht. Und zweitens, wie hoch die Wahrscheinlichkeit denn doch für Gift ist. Wir werden sehen. Ich werde mir das Ding mal angucken. Falls das Giftschwert irgendwie... Okay, es sieht sehr geil aus. Es ist so ein schwarzes Ding, das sehen wir da unten. Ich werde mal gucken. Vernichtender Schaden. Okay, da ist mit Gift ein bisschen schwierig. Ich lasse die mal töten, die Kollegen hier. Ja, Yuna will nicht weglaufen. Lassen wir sie türmen. Alles klar. Und ein kleiner Blitz. Auf Titus, genau. Dann lassen wir sie nochmal türmen. Und sie will einfach nicht, sie will Titus einfach nicht alleine lassen. Ach, Diona, du bist so ein kleines Mätzchen. So, jetzt rennt sie weg. Ja, ich versuche ihn mal zu treffen. Alles klar, vernichten. Sehr schön. Und dann schnappen wir uns hier mal den kleinen Blitzschmeißer. Okay, er ist immun gegen Gift. Also ich finde, dass das Schwert sehr geil aussieht und die Fähigkeit Giftschlag und der macht so viel Schaden, das ist ja krass. Alter. Die Fähigkeit Giftschlag ist eine sehr gute, ist sogar eine extrem gute und die wird auch eine lange Zeit sehr gut sein. Und ich glaube, deswegen werde ich den Kampf nicht nochmal machen. Nee, ich lasse es einfach so. Es ist schon in Ordnung. Es ist schon in Ordnung. Wir lassen es so. Ist ein bisschen schade. Ich kann allerdings jetzt hier der guten Yuna ein MP-Spheroiden verschaffen. Muss ich das machen? Wie viel hat sie? Sie hat 104 MP zum Vergleich. Sie hat 132. Allerdings hat sie auch die Radzauber, die pro Zauber 8 MP verbrauchen. Ich würde gerne... Ich werde es so machen. Nee, ich werde es so machen, dass jeder von den beiden einen bekommt. Ich werde erstmal Yuna einen MP-Spheroiden hier verschaffen. Dadurch bekommt man übrigens nicht 20 MP, sondern gleich 40. Das lohnt sich richtig. Zack. So, und jetzt hat die gute... gleich mal 144 MP. Feine Sache. Und wenn Luno denn hier auf das Feld kommt, aufs Wasserfeld, dann werde ich hier einfach auch einen MP-Spheroiden reindonnern. Und dann hat sie auch mal glatt so 172 und ja, das ist schon ganz in Ordnung. Es war leider keine HP-Spheroiden, die hätte ich mir jetzt eigentlich gewünscht, aber ja, ich meine, er hat 1500, das ist schon in Ordnung. Ist jetzt alles nicht so tragisch. Gut, alles klar. Die Folge sollte jetzt so langsam dem Ende geneigt sein. Ich werde mich jetzt hier auch nicht heilen. Oder? Nö, ich werde mich hier nicht heilen. Ich werde so durch den Wald gehen, wie es sich gehört. Das heißt, auch mit niedrigen Punkten und MP, dann wird diese Sache ein bisschen spannender, weil man auch ein bisschen mehr taktieren muss. Hier im Wald diverse Gegenstände, die man finden kann. Hier rechts zum Beispiel, eine Truhe mit, ich glaube, einem Wunderspheroiden oder so einem Scheiß. Die habe ich schon aufgehoben, fälschlicherweise. Aber hier sind noch ein paar andere Gegenstände. Und das werden wir in der nächsten Folge sehen. Und dann werden wir hoch zum Tempel gehen. Und eventuell, denn beim letzten Tempel haben wir was Schönes bekommen, auch wieder was Feines bekommen. Wir werden sehen. Ich wünsche euch viel Spaß auf YouTube. Ja, reingehauen, ne? Adios.